Die Abgebrannten. Heimatlose. 1912 gemalt, nehmen die apokalyptischen Landschaften Ludwig Meidners die Schrecken des Ersten Weltkrieges vorweg. Dass vor allem diese expressionistischen Bilder später einmal seinen Ruhm begründen würden, war dem in Schlesien geborenen Maler hier auf einem Selbstporträt von 1919 früh bewusst. Er hat eine sehr, sehr starke Phase gehabt bis in die frühen 1920er Jahre und hat sich dann vom Expressionismus abgewendet und dem orthodoxen Judentum zugewandt. Daraufhin hat seine Ausstellungstätigkeit sehr stark nachgelassen. Er wurde nicht mehr wahrgenommen. Von den Nazis als entartet gebrandmarkt, floh der strenggläubige Jude Ende der 30er Jahre nach England. Von großer materieller Not gekennzeichnet, stellte Meidners Aufenthalt dort gleichwohl eine sehr produktive Phase dar. Meidner schafft in seinem Exil, das 14 Jahre dauert, von 1939 bis 1953, eine ganze Reihe von Skizzenbüchern, mehr als 20 Skizzenbücher und einige hunderte Kohle- und Kreidezeichnungen sowie Aquarelle. Sie zeichnen sich nicht so sehr durch Formzertrümmerung und Formzersplitterung aus, sondern es sind mehr erzählerische Werke. Werke auch, die allegorisch sind, symbolhaft verschlüsselt, bisweilen nicht so leicht zu entziffern und zu erklären. Es sind Werke von erzählerischem Widersinn, mit karikaturhaften, satirischen Elementen, zum Teil grotesk überzeichnet, bisweilen aber auch ganz realistisch. So gleicht der 1942 begonnene Zyklus Leiden der Juden in Polen auf erschreckende Weise den grauenhaften Bildern, die sich den Alliierten nach der Befreiung der Konzentrationslager boten. Trotz des von den Deutschen verübten Völkermordes kehrte Meidner zurück und lebte fortan in Marxheim, einem Stadtteil von Hofheim. Im dortigen Jazzkeller lernte der 70-Jährige die damals 17 Jahre alte Cornelia von Plotnitz kennen, die ihn anschließend regelmäßig in seinem Atelier besucht hat. Es war ein Ort, dieses Atelier, wie man sich das vorstellt, wie man sich Bohème vorstellt. Durcheinander mit Lebensmitteln, mit Malutensilien und dazwischen eben dieser kleine Herr, Ludwig Meidner war sehr klein, dicken Bauch und rund, aber lebendig und eminent klug. Erst kurz vor seinem Tod 1966 in Darmstadt nahm die Kunstwelt dann wieder Notiz von Meidner. Der große Durchbruch kam dann erst 1963 in einer Retrospektive in Recklinghausen. Also er hat gerade diese Wiederentdeckung seiner Person, seiner Kunst um 3 Jahre quasi noch überlebt, musste aber miterleben, dass sich die Ausstellungsmacher mehrheitlich eben auf sein expressionistisches Werk konzentriert haben und alles, was danach kam, also sprich von den Mitte 1920er Jahren bis zu seinem Lebensende, nicht mehr wahrgenommen wurde. Mit der Präsentation von mehr als 120 Arbeiten erfahren Meidners Werke aus dem Exil im Museum Giersch der Goethe-Universität nun erstmals eine umfassende Würdigung. Der Ausstellungstitel Horcher in die Zeit ist dieser Kreidezeichnung aus dem Jahr 1938 entlehnt und verdeutlicht das seismografische Gespür Meidners für die Erschütterungen und Umbrüche seiner Zeit. Er war kein Chronist, er hat also nicht dokumentarisch das dargestellt, was sich ereignete, sondern hat eigentlich visionäre Kommentare gegeben, die sehr allegorisch, sehr metaphorisch sind und die immer über die Schilderung der Wirklichkeit und der Realität hinausgehen. Die Ausstellung ist der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Veranstaltungen im 50. Todesjahr des Künstlers. Es gibt im Sommer eine Ausstellung im Stadtmuseum in Hofheim, die ihn als Porträtisten zeigt in der jungen Bundesrepublik, in die er dann zurückgekehrt ist aus dem englischen Exil. Es gibt eine Ausstellung, die ihn im Kontext mit seinem Schüler zeigt, Jörg von Kitter-Kittel, einem Maler, der heute in Frankfurt lebt. Es wird eine Ausstellung geben, die sich mit den künstlerisch-literarischen Netzwerken beschäftigt, in die Ludwig Meidner eingebunden war, nämlich im Museum Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe in Darmstadt. Und ebenfalls in Darmstadt wird es dann noch eine Ausstellung geben, die sich mit dem Kontext Erster Weltkrieg beschäftigt, der für Meidner ja auch ein wichtiges Thema ist, eben ein Zivilisationsbruch ist, den er eben sehr früh, viel früher als viele andere Künstler wahrgenommen hat. Ludwig Meidner, Seismograf. Dank der Zusammenarbeit von 6 Kultureinrichtungen wird einer der herausragenden deutschen Künstler der Moderne nun endlich in seiner ganzen Vielseitigkeit erlebbar.